Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu How to Survive 2. Yeah! Und mit dabei ist Onkel! Der Gameleiter, der Spielersteller, der Vollbringer. Wir tanzen. Und gleich kommt ein Zombie vorbei. Oh, sind die doof, ich gehe weiter. Die haben noch weniger Hirn als. Also da gibt es kein Hirn zu fressen, so ungefähr. Scheiße. Oh Gott. Okay, bau mehr Pfeiler. Aber bau erst die Kiste, ja? Ja, Kiste. Da würde ich jetzt sagen, dann werden wir jetzt endlich mal diese Kiste bauen. Deswegen mussten wir das letzte Mal wieder. Ja, guck mal, ich kann das Camp nochmal erhöhen. Alter. Ach, guck mal, ich kann es jetzt ist die Stufe des Camps 2. Okay, dann können wir uns jetzt hier eine Truhe produzieren. C ist Camp. Ah, ja, okay. Also eins müssen wir. Ach, guck mal. Ich kann auch Erfahrungspunkte reinpumpen in das Camp. Ah, jetzt geht's doch zu zweit. Weil das ging ja vorhin. Ich habe jetzt das Camp noch zweimal abgegradet. So, und also wie wir haben kann jetzt, ich jetzt. Was denn? Hast du die Kiste jetzt gebaut? Ich habe die Kiste gebaut, ja. Ja, dann setz sie doch hin. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wie das funktioniert. Du drückst einfach auf C. Und dann müsste die. Ja, die ist im Inventar. Ich kann die nämlich auch bauen. Weil alles, die was ist du nicht nämlich im da. Inventar. Doch. Geh mal auf C. Also bei mir ist C dieses alle Gebäude Defensive Menü. Ach, du meinst das? Ach Inventar. so. Ah. Weil das ist nämlich das Camp-Inventar. Und Und das andere ist aha. dein Spieler-Inventar. Sehr geil. Da ging mir ein Licht auf. Da muss ich sagen, Jo. Oh, man kann das aber bloß einen bestimmten Abstand von sich hinbauen. Das ist halt auch doof. Ja, aber setz das nicht hier mitten auf dem Fahrweg, setz das hier in den Dschungel hier. Weißt du, was ich meine? Naja. Wie jetzt Gewitter? Was? Gewitter? Hagel? Okay, man kann nicht so nah an die Bäume ran. Zack, Wieso? und da steht die Sind die, Kiste. ge sind, sind die gefährlich? In dem Camp platzierte Gebäude kannst du mit Hilfe dieser diversen Materialien verbessern. Ja, wenn wir einfach mal. So, hier ist die Kiste. Jo. Da kann man öffnen. Oh, ich habe und dann kann man 54 diese Pfeile gebaut. Kiste verbessern. Und wenn du jetzt rangehst, kannst du jetzt diese Kiste auf, kannst du mit A öffnen und dann verbessern. Geht das bei dir auch? Du hast ja auch noch mal. Was passiert denn, wenn ich auf Zerstören drücke bei der Kiste? Fragst du echt so was Komisches? Okay, da werde ich jetzt hier mal einfach mal in die Kiste reinbuddern hier, weil ja, ich kann da auch was reinlegen. Was soll ich denn da reinlegen zum Beispiel? Ich leg mal das. Ich leg alle Material, ich leg alles rein, was ich nicht brauche. Ne? Also. Können wir uns da gegenseitig dann beflecken, ja? Genau. Dann packe ich das mal mit hier rein. Goldstücke. Ja, Gold lasse ich mal im Inventar. Das ist, ich habe also. Aber da habe ich was. Guck mal, Pflastersteine. Da können wir dann ein Haus bauen. Erforderliche Stufe 6. Geil. Aluminiumrohr. Blechseile. Stahlfedern. Geil. Noch ein Holzbrett. Aluminiumdosen. Was kann ich denn noch reinschmeißen? Eine leere Flasche. Eine Ölflasche. Ja, wollen wir jetzt eigentlich noch die eine Mission machen für mich? Aber dann, ja, dann haben wir halt alle doppelt. Oder nee, Quatsch, ich kann die ja später aussuchen, ne? Dann suche ich halt die aus, wo wirklich was bringt, weil die 1000 EP, das ist ja Quatsch. Die scheiß Voodoo-Puppe will ich eine. Oh, die. Boah, was? Schaden pro Sekunde? 264? Voodoo Hardrock Gitarre. War die Kiste eigentlich auch irgendwann mal voll? Keine Ahnung. Glaub nicht. Unverwundbare Kiste ist das. Du aber alles rein, ja. Aber weißt du, was ich noch nicht herausgefunden habe? Ja. Meine Spielerstufe ist immer noch auf 1. Was hast du für eine Stufe des Charakters? Ja, wo steht das? Wenn du in den Menü gehst, von deinem Charakter, da steht oben Allgemeines. Geh da mal drauf. Ach so. Da kannst du Stufe des Charakters. Meiner ich glaub, ist, das ein bisschen ja, genau, das kannst du auch upgraden. Ja, dann muss ich das als nächstes machen. Da brauche ich jetzt EP. Dann lass uns doch nochmal eine Mission annehmen. Ja, warte Guck, ob mal. Du schon warte eine noch neue mal. Lass kriegst. mich doch mal bitte hier erstmal einräumen, Junge. Ist doch schon. Ach, ich habe ja auch Sachen noch. Ich habe ja noch. Mensch, was ist denn da los? Möchtest mein du Inventar hier schon nie? Leer. Ja, klar. Oh, du hast Geld reingetan, okay. Ja, na klar, ich sag, da steht die ganze Scheiße rein. Was will ich damit? Geld ist doch jetzt so, sowas von unwichtig hier in dieser Zeit. Ölflasche.
Stoffrucksack lasse ich mal an. Den brauche ich zum Schleppen. Ich könnte... Oh, ich muss mal nach meinem Essen und Leben gucken. Ich habe nämlich nur noch 31. Ich habe Durst und ich habe nichts mehr. Kann man nicht irgendwie in unserer Basis schon langsam mal was anpflanzen wegen Trinken? Was? Wir haben doch jetzt das Baumenü hier. Warte doch mal bitte. D. So, Pfeile. Wie viele Pfeile hast denn du? 94. Okay, dann hau ich dir mal noch 100 rein. Ja. Die kannst du dir dann da rausholen. Ah, kleiner. Wenn du jetzt mal guckst auf dem Baumenü, ne? Da haben wir jetzt so eine Waffenkammer, eine Küche können wir bauen. Da gibt's dann Essen und Trinken. Du bist drinnen, kannst du die rausnehmen. Ja, und Holzmast können wir machen zum Abdichten der kleinen Lücke, die diese verdammten Infizierten so gern ausnutzen. Was? Wir können einen Holzmast bauen, eine Küche, eine Waffenkammer und eine Truhe jetzt in unserer allgemeinen Werkstatt. Boah, wir breiten uns aus, liebe Freunde. Wir breiten uns aus. Okay, ich hole mal 100 Pfeile raus. Wo sind die denn? Also ich kann jetzt A. 200 Pfeile, geil. Was kannst du A? Ach, na, weil das jetzt auch wieder doof ist. Du musst jetzt das ganze Zeug wieder rausnehmen aus dem. Das war jetzt auch doof. Wieso? Weil du die umsetzen willst, oder was? Machen wir hier mal, ich brauche Holzbretter. Achso, Hammer haben wir ja nicht. Nee, wir müssen jetzt erstmal noch eine Mission eine neue annehmen. Da kriegen wir bestimmt einen Hammer. Wir müssen in die Stadt. Und ich brauche mehr Erfahrung, denn ich möchte meinen Charakterlevel erhöhen. Ich mache mal hier Campstufe 3, so. Mhm. Und dann würde ich aber trotzdem was sagen. Ja, ja. Alter, du bist so gut! Was gibt's jetzt Neues? Charakterstufe mache ich mal auf. Alter, wie viele Erfahrungspunkte hast du denn? Ey, das gibt's ja gar nicht. Du bist ja ein Mensch. Ja, ich muss auf jeden Fall die Mission machen. Ach, ich kann. Ach, die Campstufe. Du kannst die deine Charakterstufe anpassen der Campstufe. Das heißt, wir haben Campstufe 3 und somit können wir auch plus Charakter 3 werden. Hm. Ich sehe gerade, niedrige Holzbarrikade können wir bauen jetzt neu. Und wir können ein Zubehör bauen. Was ist denn ein Zubehör? Werkstatt zur Herstellung von Panzerung. Gibt die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Das ist doch gut. Ne, wir haben jetzt die Möglichkeit, Zubehör zu bauen. Werkstatt zur Herstellung von Panzerung und Waffenmodulen. Angriff ist die beste Verteidigung. Erforderliche Stufe 1. Oh, ich bin verliebt in das Spiel. Das ist so schön. Okay. Ich kann jetzt noch mehr Erfahrungspunkte in unsere Base reinhauen, wenn du möchtest. Ja, ich hätte auch gerne ein paar Erfahrungspunkte. Und zwar möchte ich gerne ein paar... Aber jetzt kostet so eine Erfahrung, jetzt kostet so eine Erfahrungsstufe schon 1314. Also sehr viel kann ich jetzt da nicht mehr anrichten. Sollen wir mal einfach mal die echte Welt hier ein bisschen durchkämmen, mal gucken, was hier so passiert. Schau hier einfach mal rein, so. Mhm. Oh, gut, okay. So, meine Erfahrungspunkte sind alle. So, was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, ich brauche Trinken. Wir müssen unbedingt entweder eine Mission machen, damit ich Erfahrungspunkte kriege. Ich kann kriege. Dir Trinken geben. Ja, dann auf jeden Fall her damit. Ich bin nämlich absolut am Verdursten. Meine hat nur noch... Oh, guck mal, ich 28%, also der ist schon echt. Ich habe auch mal lustig. Dings verbessert. Wir können auch gleich eine Küche bauen, wenn einer was von uns einen Hammer hat. Was habe ich jetzt überhaupt gemacht? Ich habe jetzt irgendwie das noch verbessert, dieses Ding. Okay, was willst du haben? Trinken. Heilmittel. Okay, dann nehme ich nehme das Spiel zurück mit dem Handeln. Das haben die dann extra so gebaut, dass wir dann diese Truhe haben. Da können wir uns ja alles gegenseitig geben. Also nehme ich das zurück. Weil ich dachte, es gibt ja keinen Handel, weil das ist ja Quatsch. Aber gibt's ja. Sogar noch besser. Man kann alles hier reinlegen. Okay, dann gebe ich dir mal hier diese Wasserflasche. Jo, ist schon drin? Nein, jetzt ja. Und ein mal Orangensaft. Ich brauche unbedingt saufen, ey. Und hast du noch? Einen kannst du mir geben. Ich habe nichts im Inventar mehr. Achso, dann gebe ich dir die zwei Sachen. Mhm. Bitte schön. Und das hier kriegst du noch Schokoriegel, komm hier bitte. Alter, was hast du denn gesammelt, ey? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab die gleichen Level gemacht wie du. Ach, du hast das alles weggeschnappt, ne? So, jetzt hau ich mir erstmal die Wasser. Ist egal, solange man sich aufteilt, ist doch okay. Ja. Okay, ich bin 51%. Ich sauf gleich alles. Warum habe ich die jetzt unten? Das nimmer in meinem Inventar. 99, ich bin absolut voll. Wenn du Bock hast, können wir gerne mal die Welt hier erkunden oder wir machen eine Mission. Machen eine Mission, natürlich. Ja gut, soll ich die mit der Ölflasche machen oder machen wir eine neue? Guck mal, kann ich jetzt hier ranschießen?
Nee, mich kannst du nicht auf. Geh mal weg. Ich kann ja nämlich auch dieses Ding schießen. Okay. Na, bringt aber nichts. Soll ich die Ölflaschenmission nochmal machen? Dann habe ich die auch. Können wir gerne machen. Aber da bei mir ist die grau angezeigt. Das sieht eher so aus, als hätte ich die schon gemacht. Mach einfach. Na, beeilen wir uns. Beeilen wir uns, liebe Leute. Egal, es geht ja um uns hier, ne? Ja, ich hau mal auf Stufe 6. Ich glaube, bei dem Spiel, da kann man, das ist irgendwie, da müssen wir schon öfters mal spielen. Ich habe Stufe 6 gemacht und werde das auch ein bisschen Herausforderung da herausfordernder. Und außerdem ist das Level so schön, weil das so hell ist. Ja, okay, wir können ja auch das erste Mal spielen und dann bei Revano kann das ja. Ach, na wohl, dann kriegst du ja doch nochmal mehr Erfahrung. Er kann halt nicht auf mich warten, ne? Das ist schon mal. Das ist ja nicht, ich mach doch gar nichts. Dann kannst du aber warten, bis ich da bin. Hab ich doch. Nee, ich hab nur den einen schon mal ein bisschen angeschossen hier, ja. Aber die halten mehr aus, meine Freunde hier, weil wir die auf Level 6 haben. Sind die Zombies very nett. 2 scheiß Punkte. Aber ich mach eigentlich bei jedem einen Headshot. Ja, 2 Schüsse. Voll geil, voll geil. Und du kannst aber 6 Pfeile wieder rausnehmen, wenn du die getötet hast. Was? Ich schieß 2 Pfeile rein und kann 6 Pfeile rausnehmen. Du hast wahrscheinlich auch den geschossen, den ich rausgeschossen habe. Nee, ich habe immer wieder 2. Ich habe immer wieder 2 Pfeile mehr. Das ist irgendwie lustig. Also, liebe Leute, ich habe Klonpfeile. Ich treffe einmal und nehme wieder mehr raus. Oh, ist das schön. Oh. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass manche auch rennen, ne? Ja. Alter! Ihr geht mir ganz schön auf die Nerven gerade. Schon schön ist, dass sowas mal auffällt. Ne, die sind die ganze Zeit nie gerannt. Richtig? Ja. Boah. Ach, das wüsste ich das. Oh, jetzt ruckelt's gerade. Alter. War's bei dir auch? Was, dass die ruckelt? Aha. Oh. Nee. Ach so, Essen gibt gar keine Heilung wieder. Ich habe nur noch 1 Zipfel an Leben. Ist schön. Kann sein, dass ich gleich sterbe. Ah! Ach, ja. Das ist echt scheiße. Ich habe dich gerettet. Wow. Oh, der steht nochmal auf. Achtung. Das hast du mich abgeschossen. Dankeschön. Nein, ich habe auf den geschossen. Du hast mich abgeschossen. Und auf den. Ja, und auf den ist gut, aber das wird auch abgeschossen. Ich würde sagen, ich nehme das rechte Haus, du das linke. Brauche ich da Heilung, ey. Leute, hallo. Lass mir ein bisschen Heilung. Ja. Du, das linke Haus. Wir sollten zusammenbleiben, mein Kleiner, weil ich habe kaum noch Lebensenergie. Weißt du, mal einen Treffer, ich bin tot. Oh. Deswegen, das ist Stufe 6, da sollten wir schon zusammenhalten. Dann schießen wir uns aber gegenseitig ab. Ach Quatsch. Müssen wir halt von Weitem schießen und nicht einen dann, der da direkt daneben steht. Oh, scheiße, wow. Scheiße. Dann musst du ab und zu mal die Machete nehmen, wenn einer angerannt kommt. Dann kannst du treten mit 4 Ärzten. Oh, ich bin tot. Helf mir schnell. Du weißt du gerade nicht, was ich hier für Probleme habe, ne? Ja, ich habe auch Probleme. Ich bin am Boden tot. Helf mir. Wo bist du denn? Ja, da oben. Ich muss Karte anmachen. Schön, danke. Also die Machete macht nicht so viel Schaden, muss ich sagen. Ne, das ist ein Zombie, ne? Was willst ja, du? Ich muss ja erstmal. Hier kommen noch schlimmere Sachen, deswegen bleib dort noch ein bisschen, wenn du weniger Energie hast. Okay, Stufe 6 ist vielleicht doch noch ein bisschen zu hart ohne Rüstung. 5 ist okay, aber Stufe 6 sollten wir uns so echt überlegen, oder? Macht doch Spaß, wird ein bisschen harter aus. Ach, Spaß habe ich auf jeden Fall. Bam, Junge, ich hab dich erstmal durchlöchert, mein Freund. Die Glöckert, da bin ich, die Glöckert. Ja. Ah, hier gibt's aber auch gute Ressourcen, muss ich sagen. Schokoriegel, Kinderriegel, Holzbrett. Nimm alles mit, was Brett ist. Ah, ich hab die Ölflasche gefunden. Wegen Bretthart? Mhm, Bretthart. Beste gute Bretthart. Ja, wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat mit dem Bretthart, dann müsst ihr WWE2K gucken. Mhm. Und zwar Bretthart VS, ich weiß gar nicht, gegen wen ich gekämpft habe. VS, ernsthaft. Was? VS, ernsthaft. Wie hieß der, oder was?
Alter, ich hab da ein Problem. Mein Problem ist, dass der mit der rennt. Geh weg. Lass mich in Ruhe, Mann. Ach, ich bin tot. Helf mir schnell. Ach, Mann, schnell. Junge. Was machst du denn? Soll ich machen? Die rennen so scheiße, die Affen. Dich besser wehren, Mensch. So. Ja, ich wehr mich, aber zwei Stück. Schieß denn ins Gesicht. Der lebt immer noch. Was machst du denn? Hilfe, der tötet mich. Ja, ich kann auch nichts dafür, Mann. Jetzt ein Schuss. 3, 2, 1, boah, die letzte Sekunde wieder. Alter! Danke. Okay. Ey, klau mir nicht meine Pfeile. Meine? Ich hab die da den reingeschissen. Ja, einen. Und die anderen 32 hab ich reingeschossen. 32 Schuss, was bist du für ein Loser? Du hast gesagt, das ist einfach. Ja, ich schieße nicht. Nee, das ist nämlich das, was sich bestimmt die Entwickler dabei gedacht haben, bei diesem Pfeil, Treffs, bei dem Zielsystem. Das wenn hier wirklich viele Zombies sind, dann bist du in Panik und da musst du ruhig bleiben bei dem System. Sonst verdrückst du ständig. Kann ich mir gut vorstellen, merkt das schon. Ja. Wenn die gerade auf dich zurennen, ist das echt heftig. So ein richtiges Paniksystem ist das. Wenn die hier so langsam und auf uns zulaufen, ist das echt easy. Aber sobald die rennen, dann wird das echt lustig. Aber es ist cool, dass man die Pfeile wieder rausnehmen kann teilweise. Da. Okay. Dreckschwein. Hm? Oh Gott, ja, noch was? Also von mir aus können wir gerne rausgehen. Ich habe ja eigentlich alles. Wir doch alles. Ich krieg ja die Erfahrung, ja. Weil dann könnten wir eigentlich schon die nächste Mission machen, wo man einen Hammer kriegen, oder? Du kriegst aber mehr Erfahrung, wenn du auch alle Zombies killst. Ah, okay, dann machen wir das. Ja, ich meine, du kriegst jetzt sowieso mehr Erfahrung, weil du ja jetzt hier... Mhm. Lass mich doch einfach nicht ausreden. Mach mal. Doch, ich lass dich doch ausreden. Ich hab doch nur die Nationalhymne gesungen. Mir war gerade danach. Okay. Ich hab hier gerade keinen Zombie mehr. Überall, wo ich hinleg, liegen Leichen. Dann warst du schon wieder überall. Oh, ich habe einen Pflasterstein. Cool. Brauchen wir für die Küche. Da kannst du. Weiß nicht, was du für eine Küche hast. Aber? Ja, du brauchst aber Pflastersteine dafür. Ich habe das doch gelesen vorhin beim Baumenü. Was ist mit dir eigentlich? Bist du noch da? Ich bin da. Ich bin hier unten am Töten. Wieso? Du hast gesagt, alle Zombies töten. Ja. Ich bin hier am Friedhof oder nee, am Parkplatz alle am Boden. Warst du schon in dem Haus drin? Öl hab ich, ja. Hast du alles? Oh, da hängen doch überall Pfeile, warum nimmst du dich mit? Ich nehm alles, was ich sehe. Also hast du es nicht gesehen. Richtig. Hier warst du schon drin, hier in dem das erste Haus, ja. Ja, okay, dann haben wir das auch. Jetzt gucke ich nochmal hier oben. Hier oben hast du auch alles abgeklappert. Ja. Hier hast du gar nicht alles abgeklappert. Hier draußen liegt noch eine schöne dicke fette Kiste rum. Und auch ein Pfeil. Dicke fette Kiste? Wo? Und hier unten die Tür hast du auch nicht gemacht. Nee, alles hab ich noch nicht. Die Bonustür wollte ich mit dir zusammen machen. Das sind ja noch mal ein paar coole Sachen drin. Wartest du mal bitte? Schade, dass ich nicht sprinten kann. Oder geht das auch? Weißt du, dass du jetzt hier die Fälle schwimmen gehen und deswegen... Deswegen sagst du, das wollte ich mit dir zusammen machen. Gelatsch, wolltest du das mit mir zusammen machen. Vitamine habe ich gefunden, cool. Krass, echt? Alter, Vitamin C und D und Bleistücke. Jo, Bleistücke. Guck mal, das wusste ich schon nicht hier drüben. Pflastersteine schon wieder. Okay. Ja, das war's, ne? Von der Haus, von der Game. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Jo, Ben. Mega geil, liebe Leute. Bonus. Da unten steht insgesamt 6200 EP. Mega geil. Hab ich die jetzt auch bekommen oder du? Ich glaube nur ich. Ich weiß nicht. Guck gleich mal. Du musst einmal gucken, was du hast vorher und danach. Mhm. Und hast du Erfahrungspunkte bekommen? Ja, ich habe auch die Erfahrungspunkte bekommen. Auch 6000? Ja. Dann kriegen wir die ja doch beide. Aber warum habe ich denn dann vorhin so wenig gehabt? Keine Ahnung. Aber ich werde mich jetzt mal eben hochleveln. Ja, ich bin Level 3.
bin Level 3. Oh, da läuft ein Zombie in unserem Hüllos. Alter, der haut auf die Kiste. Ist ja total bescheuert, der ja, Junge. Ja, die machen. Du darfst, ey, du kannst aber die Werkstätten beschädigen, Junge, hör auf! Ach, ich hab ich auf die Werkstatt beschossen? Ja, na klar, du siehst doch, wo sie Pfeile stecken, du Depp. Oh, da 1500 kosten mit der Scheiße zu reparieren. Onkel, du musst schon zielen, ne? Junge. Also, was haben wir denn jetzt hier? Da kommen wir wieder. Selbstkamikaze-Fabrik hier, ey, Wahnsinn. Oh, erhöht die von dir angerichteten Schaden, wenn du eine Nahkampfwaffe benutzt. Auch geil. Schnelles Nachladen. Löcher zu knacken. Ah, das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Mhm. Das ist ja so wunderschön. Ey, das Spiel gefällt mir, Leute. Das ist echt, ist Wahnsinn, ey. Ich bin da gerade so echt fasziniert. Eigentlich ist es doof, was man. So. Was ist denn jetzt schon wieder doof? Da bin ich ja nochmal auf, dass ich immer bestätigen muss hier. Das ist doch scheiße. Was musst du bestätigen? Alles. Ach, ich guck mal, Stufe des Camp habe ich erhöht auf 4. Jetzt haben wir Camp Stufe 4. Ja, jetzt kannst du auch deinen Charakter auf Stufe 4 erhöhen. Hm? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so viel hab. Weiß ich auch nicht. Erforderliche Stufe 5. Ja. Hast du schon 5? Nein, ich habe vorgelesen, erforderliche Stufe 5. Ja. Ja. Alles. Also 5 ist ganz wichtig. Ich bin jetzt Stufe 4. Na, ich brauche auf jeden Fall noch eine Mission. Guck ich gerade mal schnell. Ach, guck mal, wir können Armbrustbolzen herstellen. So, jetzt habe ich hier mal die ganzen. Jetzt habe ich mal alle. Oh, guck mal, ich kann mal verbessern. Oh, jetzt brauchen wir einen Hammer dazu. Nächste Verbesserungsstufe. Oh, wir können eine Gießerei bauen, eine hohe Holzbarrikade. Niedrige Holzbarrikade, Küche, Zubehör. Geil. Ja, wir brauchen also Pfeile, noch Pfeile und Bogen sind Schwachsinn, brauchen wir nicht. Die haben wir jetzt schon zu Genüge. Dann nächste Nein, Mission. Nein, jetzt warte doch mal. Was denn? Du hast einen Pfeil in deinen Kopf stecken. Hab ich gar nicht. Muss ich mal rausnehmen. Hm? Hab ich gar nicht. Okay. Du hast was ja soll auch. Ich denn du hast es schon verbessert. Ich muss mich auch ein bisschen leveln und machen, Junge. Ja, ist doch okay. Ich hab schon alles. Ich bin absolut versorgt. Das ist da, schön, aber warum kriegst du wieder auf den Nerv? Nein, ist doch gut. Alles wunderbar, mein Freund. Alles wunderbar. Oh, da hinten ist ein fetter Explo. Mhm. Explo. Guck mal, die Zombies ein bisschen ausradieren hier in unserer Umgebung, weil. Was haben wir jetzt hier? Armbrustbolzen? Kann man denn hier noch. Mensch. Kann man denn hier noch basteln? Wir haben hier noch eine Kiste, die Truhe. Eine Holzbarrikade. Soll ich denn eine Holzbarrikade bauen mal? Kannst du ja, gerne. Wir müssen ja uns sozusagen. Und ein Holzmast auch, kann man auch bauen. Wozu ist ich wollte dir sagen, da können die nicht durch, wenn du eine Ecke hast. Ich denke mal, da sind so Spitzen dran. Okay, da würde ich aber sagen, ich produziere mal hier. Ja. Onkel, was sagen wollte. Und zwar würde ich ganz ehrlich vorschlagen, dass wir die Holzbarrikade so bauen, dass wir halt ein großes Gebiet haben, wo wir unsere Sachen bauen können. Und die Holzbarrikade ist dann wirklich zur Abtrennung, dass die Zombies gar nicht reinkommen. Das heißt, ja, dann sagen wir doch mal, wo bist du denn schon wieder hingegangen? Bist du weg? Ich suche gerade die Gebäude. Ja, warum? Ja, bisschen Ressourcen holen für uns. Ein bisschen Ressource holen. Also die Zombies sind hier aber echt leicht. Ein Schuss ist einer tot. Also es ist nur in den Missionen so schwer. Wegen dem Level. Ansonsten sind die total dumm. Na gut, ich komme mal zurück. Und dann zeige ich dir mal, wo du die Holzwand bauen kannst. Ja, genau. Das wollen wir uns zusammen ausmachen, wo wir die hinbauen. Genau. Haben wir noch so viel Zeit? Hä? Für zum Bauen? Oh, wir sind ja schon über ein paar. Ach, ne, eben. Alter. Sonst machen wir halt nochmal schnell ein. Also, nächstes Mal seht ihr wieder, wie es weitergeht, meine lieben Freunde. Ich bin ja eh dran, ne? Oh, scheiße, jetzt hab ich was falsch gemacht. Was bist du? Ich bin dran, dann würde ich sagen, beende ich mal, oder? Jo, kannst du machen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat wieder richtig Spaß gemacht hier.
bei How to Survive. Also mir macht es unheimlich Spaß und ich finde es schön, wie das jetzt so aufgebaut ist, was wir mal probieren. Und auf jeden Fall, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt von How to Survive 2, abonniert auf jeden Fall Onkel. Könnt ihr weitergucken, der hat dann noch viele andere Projekte, so wie ich, Revano LP, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann werden wir beim nächsten Part auf jeden Fall hier anfangen zu bauen, weil ich würde einfach sagen, hier so eine Wand durch, dann kommt nämlich schon mal keins mehr von den Dreckviechern rein. Und ja auch nicht mehr raus. Ja doch, du kannst ja ein Tor machen. Ja, ich kann bloß eine Barrikade bauen, ich kann kein Tor machen. So, ja, dann bauen wir erstmal zwei, vielleicht rennen die dann da rein oder so. Und dann beim nächsten Mal, vielleicht kann man dann, wenn wir höheres Level haben, eine Tür reinsetzen. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ja, und das werdet ihr dann spannend und wie es ist, in dem nächsten Part wieder sehen. Oh ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kannst du gleich im nächsten Part erzählen. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Eure Wano, euer Onkel. Ciao. Tschüss.